Motorsport ist für mich nicht nur Action, sondern halt auch einfach Challenge dahinter. Challenge gegen andere zu fahren, Challenge auch manchmal gegen dich selber zu fahren, manchmal auch gegen das Material, wenn das Material nicht gerade die Richtung geht, die du willst. Und darum finde ich spannend am Motorsport, ist wirklich der Kampf, der Challenge und auch die Geduld, manchmal, die man muss haben und wo man auch etwas lernen kann. Und eigentlich das Gelernte gerade wieder anwenden und dann besser sein als die anderen. Gemein. Ich habe noch nie gewonnen. ja, leider bin ich bis jetzt noch Zweiter geworden. FIA Intercontinental Drifting Cup 2018. Das war quasi der Vize-Weltmeistertitel im Driften. Knapp Zweiter. Darum haben wir immer noch etwas vor uns und wollen noch Erster werden. Für mich sind vor allem auch die alten Autos, die mich mega reizen. Und dort ist ein Auto darunter, das ich gerne mal fühlen möchte, weil ich glaube, das muss einfach brutal sein. Und ich würde es auch gerne als Beifahrer erleben und am liebsten auch noch gerade bei dem richtigen Fahrer. Und zwar ist das Walter Röhrl Audi Quattro S1. Das ist der Traum. Familie ist für mich nicht nur wichtig, das um mich persönlich herum zu haben, sondern Familie ist für mich auch wichtig, auf dem Rennplatz zu haben. Und dort ist eigentlich auch meine erste Verbindung mit dem ACS entstanden. Ich bin damals auf Anne-Durin an der ACS Automobilslalom. Und ich bin gerade herzlich aufgenommen worden. Es hatten andere Fahrer dort, die haben gesehen, dass ein Junge, oh, wir könnten ihm etwas zeigen. Und das macht halt einfach am Schluss Spass. Und die Freundlichkeit, Zusammenhalt, das macht für mich eine Familie aus. Und das ist auch das Einzigartige an unserer ACS-Familie.